Yo Leute, was geht ab? Heute mal ein kleines Video aus meinem Studio, in dem ich auch meine ganzen Bike-Videos produziere, unter anderem. Und es passt auch ganz gut, denn heute geht es um eine Action-Cam. Und zwar geht es um die Insta360 One R. Die habe ich netterweise zugeschickt bekommen. Und ist eine super spannende Kamera und die werden wir uns heute gemeinsam anschauen. Viel Spaß! Ich würde sagen, wir kommen gleich zu dem, was die Kamera wirklich besonders macht. Und das ist, ihr seht es hier schon auf dem Tisch, das Modulsystem. Die Kamera besteht tatsächlich aus verschiedenen Teilen, die sich unterschiedlich zusammenbauen lassen. Und das ist auf jeden Fall für eine Actioncam ziemlich ungewöhnlich, würde ich sagen. Wenn ihr die Kamera zusammenbaut, braucht ihr im Prinzip immer drei Teile. Das ist zum einen hier dieses Akkumodul, damit das Ganze mit Strom versorgt wird. Dann ist es hier der Kern oder das Herzstück der Kamera. Der hat hier einen kleinen Monitor hinten drauf, da könnt ihr den Bildausschnitt kontrollieren, da könnt ihr die ganzen Einstellungen dran vornehmen und hier den Aufnahmeknopf, An- und Ausknopf. Und dann gibt es hier jeweils verschiedene Linsenmodule. Und das macht das Ganze jetzt wirklich interessant, weil damit könnt ihr die Kamera im Prinzip komplett modifizieren. Aktuell gibt es zur Insta360 One R drei Linsenmodule. Ich habe jetzt die Twin Edition bekommen, da sind zwei dabei. Zum einen ist es hier diese 4K-Linse, die macht die Cam zu so einer, ja, ich sage einfach mal klassischen Action-Cam. Und dann gibt es hier dieses 360-Grad-Modul. Das hat auf beiden Seiten einen super Weitwinkel. Und diese beiden Bilder, die da produziert werden, lassen sich nachher in der Software sozusagen zu einem 360-Grad-Bild zusammen. Das 4K-Modul ist mit einer 2,8er Blende ziemlich lichtstark und kann 4K in bis zu 60 FPS aufnehmen. Bei Full HD sind sogar bis zu 200 FPS möglich. Also ihr könnt auf jeden Fall richtig, richtig coole Slow-Mos damit produzieren. Ihr könnt diese Linse so zusammenstecken, dass der Bildschirm zum Beispiel in die Richtung der Linse zeigt, was vor allem bei so Selfie-Shots einfach super ist. Dann könnt ihr direkt sehen, ob der Bildausschnitt passt oder eben auch, ihr kennt es ja manchmal, stellt man irgendwie die Kamera so an einen Baum ran oder so, um irgendwie einen besonders guten Bildausschnitt zu kriegen. Und dann muss man irgendwie, wenn der Monitor hier hinten ist, muss man irgendwie so rumkriechen und so, um zu checken, ob irgendwie der Bildausschnitt passt. Und wenn der Monitor halt hier direkt neben der Linse ist, ist es halt super easy einzustellen. Das 4K-Modul unterstützt dann verschiedene elektronische Bildwinkel auch noch. Also man kann auch noch elektronisch einstellen, ob sozusagen das volle Weitwinkel genutzt werden soll, ein etwas leichteres Weitwinkel, ein relativ linearer Bildausschnitt oder sogar so ein leichtes Tele. Das wird dann allerdings alles per Software in der Kamera elektronisch eingestellt, also da muss dann keine Linse für gewechselt werden oder so. Ja, und wenn wir schon bei Actioncam sind, müssen wir natürlich über das Mount sprechen. Also die Kamera an sich hat, wie ihr seht, erstmal keine Mount-Option. Das heißt, ihr braucht immer hier diesen Cage, der ist aber bei der Kamera auch dabei, also den müsst ihr nicht extra kaufen oder so. Und da könnt ihr die Kamera reinpacken. Und dann nutzt Insta360 hier dasselbe Mount-System wie auch GoPro, was echt ein Riesenvorteil ist, weil wenn ihr wie ich jetzt zum Beispiel schon verschiedene Helmhalterungen habt oder irgendwie ein Brust-Mount, also so ein Chesty oder was weiß ich, schon irgendwelche Saugnäpfe im Auto, dann könnt ihr einfach genau dasselbe System nutzen. Das sind hier diese kleinen Nüppels. Ihr kennt das, ihr wisst, wie das funktioniert. Das steckt man da drauf, dann schraubt man da eine Schraube rein, dann kann man das einstellen, dann kann man das feststellen. So, wirklich spaßig wird es jetzt mit diesem 360-Grad-Modul. Und also, Leute, ich weiß überhaupt nicht, ehrlich gesagt, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll, weil dieses ganze 360-Grad-Thema ist super vielfältig. Und ich habe die Kamera jetzt erst seit ein paar Tagen hier in Gebrauch und ich habe das Gefühl, ich habe nur einen Bruchteil dessen wirklich damit gemacht, was man damit alles machen kann. Ganz kurz für die Kameranerds unter euch, also mit diesem 360-Grad-Modul könnt ihr 5,7K aufnehmen, also es sind dann beide Linsen zusammengerechnet, bei 30 Frames. Wenn ihr auf 4K geht, habt ihr schon 50 Frames zur Verfügung und bei 3K könnt ihr mit satten 100 Frames aufnehmen. Also könnt ihr sogar 360 Grad Slow-Mos aufnehmen. Trotzdem hört sich das ja jetzt vielleicht erstmal gar nicht so spannend an. Dachte ich auch erstmal, weil diese ganzen Spielereien, die mit diesem 360 Grad Modul möglich sind, sind natürlich auf jeden Fall cool und ich muss sagen, ich habe sie alle ausprobiert und sie machen besonders dann Spaß, wenn man sie selber erstellt hat. Also ihr kennt ja wahrscheinlich diesen Tiny Planet Shot, also wenn es einfach so aussieht, als würde man auf so einem mini kleinen Planeten rumlaufen oder rumfahren. Oder man kann natürlich die Kamera irgendwie an den Lenker dran packen und kann coole Action Shots machen und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall super viele Möglichkeiten, aber es gibt auch so ein paar Sachen, die über so Spielereien auf jeden Fall hinausgehen, die ich fürs Mountainbiken super spannend finde. Also zum einen ist es so, das kennt ihr mit Sicherheit, wenn ihr euch vor der Abfahrt einfach die Kamera, weiß ich nicht, vor die Brust packt oder auf den Helm packt oder so
und dann nicht mehr so wirklich aufs Handy guckt oder den Ausschnitt nicht so 100% gewählt habt. Und dann ist alles cool und die Abfahrt ist mega und euer Vorfahrer macht Faxen und das ist überhaupt das, die Abfahrt eures Lebens. Und dann kommt ihr nach Hause und dann merkt ihr, schade, weil der Frame zu hoch oder zu niedrig gewählt war, sprich, ihr seht euren Vordermann gar nicht oder ihr guckt die ganze Zeit nur in den Himmel oder ihr schaut nur aufs Bike und der Trail ist nicht richtig zu sehen. Kennen wir alle, glaube ich. Und ihr habt dann natürlich keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu korrigieren, weil das, was ihr seht, ist das, was die Kamera aufgenommen hat und that's it. Und mit so einer 360-Grad-Kamera ist es ziemlich cool, weil ihr im Prinzip diesen Shot nachher korrigieren könnt. Also ich habe zum Beispiel die Kamera ziemlich oft einfach nur als eine klassische Action-Cam genutzt und habe dann in der Software nachher einfach gesagt, wenn mir der Ausschnitt nicht 100% gefallen hat, dass ich einfach den Ausschnitt ein bisschen tiefer wählen möchte oder ein bisschen höher wählen möchte. Und diese Möglichkeiten habt ihr nachher alle. Das zweite Anwendungsgebiet ist, das kennen wir als Biker auch alle, man hat irgendwie was Cooles gefunden. Coolen Sprung, eine coole technische Schlüsselstelle, was auch immer. Und man möchte eine Außenaufnahme davon machen. Und jetzt hat man entweder einen Kameramann dabei, das ist natürlich auch cool, dann kann er einfach mitziehen und kann eine schöne Aufnahme machen. Oder ich habe eine Kamera dabei, die ich halt irgendwo hinstelle und dann diese Außenaufnahme mache. Und im besten Fall hat diese Kamera einen Weitwinkel oder einen super Weitwinkel, sodass eben möglichst der Bildausschnitt möglichst groß ist. So. Trotzdem muss ich mich immer auf einen bestimmten Bildausschnitt beschränken. Und das ist mit dieser Kamera alles so ein bisschen einfacher, weil ich habe eine 360-Grad-Aufnahme. Das heißt, ich kann die Kamera einfach irgendwo hinstellen, drücke auf Aufnahme und dann nimmt die Kamera alles drumherum auf. Das heißt, im Prinzip der gesamte Bewegungsablauf von Anfang bis Ende ist in den Daten vorhanden. Und ich kann nachher in der Software auswählen, zu welcher Zeit ich was sehen möchte. Eine Sache, die mich auch noch interessiert hat, war auf jeden Fall der Workflow von der Kamera. Und eins kann man schon mal vorwegnehmen, ist auf jeden Fall gut und entspannt gelöst. Eine Sache ist allerdings wichtig zu wissen, diese Kamera produziert keine fertigen MP4-Files, die ihr nachher einfach nehmen könnt und irgendwie auf YouTube verwenden könnt oder irgendwo anders verwenden könnt. Wenn ihr so ein bisschen aus der Film- und Foto-Ecke kommt, dann könnt ihr vielleicht mit dem Begriff RAW was anfangen. Und im Prinzip macht die Kamera so ein bisschen das. Also sie produziert rohe Daten und ihr könnt im Nachhinein entscheiden, welche der Effekte ihr anwenden wollt und wie ihr das Bild letztendlich ausgeben wollt. Es gibt übrigens zwei verschiedene Möglichkeiten, die Footage zu verarbeiten. Es gibt einmal eine Handy-App, die ist auch super intuitiv und auch echt eigentlich entspannt zu bedienen. Aber ihr wisst, ich bearbeite meine Videos meistens irgendwie wirklich am Rechner und lass mir Zeit dafür und so weiter und so fort. Deswegen war ich auf jeden Fall froh, dass es auch eine sogenannte Studio-App gibt, also eine ganz normale Desktop-Software für Windows, für macOS. Mit dieser Software könnt ihr diese Daten, die diese Kamera produziert, dann eben verarbeiten. Und das funktioniert echt erstaunlich gut. Und ich würde sagen, auch wenn das nicht das spannendste Thema ist, so ganz kurz gucken wir da mal rein. Also ihr könnt einfach eure Files hier reinladen, dann könnt ihr die komplett bearbeiten und ihr habt alle Möglichkeiten, diese ganzen Effekte sind alle vorhanden. Also ihr könnt jetzt überlegen, ob ihr eine Tiny Planet Aufnahme machen wollt aus eurer Footage oder ob sie doch ganz normal flat dargestellt werden soll. Ob ihr zum Beispiel Rauschminderungen anstellen wollt, ob ihr irgendwelche Effekte anwenden wollt, ob die Bildstabilisierung aktiviert werden soll oder eben nicht. Und dann könnt ihr im Nachhinein, wenn ihr das alles sozusagen konfiguriert habt, könnt ihr eine fertige File ausgeben, die dann eben das ganz normale 16:9 Format hat und eben die Auflösung, die ihr eingestellt habt. So Leute, also es gibt auf jeden Fall viel zu erzählen zu der Kamera, aber irgendwann muss dieses Video auch mal ein Ende haben. Deswegen habe ich jetzt noch ein, zwei Sachen rausgesucht, die für uns Mountainbiker besonders interessant sind und die man wissen sollte. Und eine Sache, die mir nicht so gut gefallen hat, auch wenn mir die Kamera sonst also wirklich sehr gut gefallen hat und ich sie auch weiter verwenden werde. Es gibt eine Sache, die funktioniert nicht so wirklich gut und das ist der Sound. Und ich habe wirklich alles versucht. Also ich habe die Wind Reduction angestellt und ausgestellt. Ich habe verschiedene Sound-Modi durchgespielt, die die Software zur Verfügung stellt. Ich habe nicht wirklich guten Sound daraus bekommen. Ich weiß, dass es einen Sound-Mod für diese Kamera gibt, die mit dem USB-Eingang funktioniert. Habe ich leider nicht bekommen, deswegen konnte ich den nicht testen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass wenn man dann ein gutes Mikrofon an dieser Klinke benutzt und dann so einen Windjammer daran benutzt oder so, dass man dann wirklich einen anständigen Sound daraus bekommt. Aber so ohne Mods erstmal war mir das zumindest nicht möglich. Das liegt auch daran, dass ich so das Gefühl habe, dass die Mikrofone nicht so wirklich gut vom Gehäuse entkoppelt sind, weil, hört mal, wenn ich einfach nur, also ich
packt es jetzt nicht irgendwie besonders doll an oder so, aber so macht man es ja, wenn man jetzt so einen normalen Selfie-Shot macht oder so. Man muss fairerweise sagen, es gibt so einen Voice-Focus, also dass sozusagen das gesprochene Wort hervorgehoben wird, auch wenn drumherum viele Störgeräusche sind. Und das funktioniert tatsächlich sehr gut. Moin! Und dann ist wirklich egal, was drumherum ist, auch wenn komplett Bambule ist. Also die Stimme wird dann echt gut hervorgehoben und ist auch gut zu verstehen. Das ist natürlich super, wenn man einfach irgendwie schöne Bilder haben will und ein bisschen Audiokommentar dazu. Beim Mountainbiken finde ich es aber immer geil, auch wirklich den Trail zu hören, den Reifen auf dem Trail zu hören und so weiter und so fort. Ansonsten, Leute, was ist noch wichtig für uns Biker? Also die Kamera ist zum einen wasserdicht. Man glaubt es wirklich kaum. Also ich konnte es nicht glauben mit diesem Modulsystem, aber ist bis zu 5 Meter wasserdicht. Ich bin jetzt nicht 5 Meter damit runter, aber ich habe das Ding auf jeden Fall im Regen benutzt und ich habe auch mal Wasser drüber laufen lassen und das hat alles ohne Probleme funktioniert, also hat keinen Schaden genommen. Die Akkulaufzeit ist für so eine Actioncam auf jeden Fall recht ordentlich. Also ich war damit jetzt neulich ungefähr 2 Stunden unterwegs und ich habe nicht durchgängig 2 Stunden aufgenommen, aber ich habe die Kamera, ich sag mal, 2 Stunden lang so benutzt. Also ich habe immer mal wieder eine Aufnahme gemacht, auf dem Handy einfach Footage angeguckt. Nach diesen 2 Stunden war der Akku dann irgendwann platt. Aber so lange hat er gehalten und ich finde das für eine Actioncam auf jeden Fall recht ordentlich. So, kleines Fazit zum Schluss. Also auf jeden Fall eine super spannende Kamera. Ich hatte echt viel Spaß damit. Ich werde die auch weiter verwenden. Vor allem dieses Reframing finde ich super spannend und der Mega-Weitwinkel auch sehr cool. Am Sound muss irgendwie noch was geändert werden oder beziehungsweise ich muss mir da irgendwas überlegen, damit das gut funktioniert. Ansonsten, Leute, kann ich die Kamera bisher wirklich empfehlen. Ich finde, sie macht Spaß, sie fühlt sich wertig an. Vor allem dieses Modulsystem ist einfach richtig geil, das muss man einfach sagen. So, Leute, das soll es für dieses Video erstmal gewesen sein. Mich würde natürlich eure Meinung zur Kamera interessieren. Was haltet ihr davon? Habt ihr sie vielleicht selber schon im Einsatz? Wenn dem nicht so ist und ihr jetzt irgendwie auf die Idee kommen solltet, so eine Kamera zu kaufen oder irgendwas anderes bei Insta360 zu kaufen, dann tut mir einen Riesengefallen, benutzt den Link unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr so ein bisschen den Kanal und kostet euch keinen Cent mehr. Also, gute Sache. Ansonsten, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da. Und wenn nicht, dann macht's einfach trotzdem. Und wir sehen uns auf dem Trail, Leute. Bis dann, macht's gut. Ciao. Jetzt muss ich da wieder...